Willkommen zurück hier, Divinity 2 mit mir, meinem coolen Kumpel. Der direkt natürlich mit der... Oh, es sind zwei Magier. Solange... Oh ne, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Und noch ein Goblin. Ich könnte jetzt ein... Ich weiß, nicht. Ich auch. Nein! Okay. Ich glaube, allmählich glaube ich wirklich, dass ich viel zu niedrig für diesen Dungeon bin. Ich ziehe ihn jetzt durch. Angefangen. Ich versuche mal nur die Goblins anzulocken. Komm schon, spring noch zurück. So. Noch nicht. Hoffentlich schafft er, den Schamanen fertig zu machen. Ich kann nicht. Oh, der Hals ist ah. So, gut. Ich habe festgestellt, der Typ heilt sein Leben selbst. Also... Einen Moment machen wir hier ein kleines Stöppchen. Bis mein Leben wieder voll ist, sonst komme ich ja irgendwie nicht weiter. Bis gleich. So, willkommen zurück hierher. Also, ich habe etwas aufgeladen, mein Leben jetzt. Hoffentlich klappt das jetzt gut. Hier ist anscheinend nichts mehr. Müssen wir zu den Skelettenmagiern da. Okay. Bis jetzt mache ich das ganz gut. Ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben komplett aufgeladen, weil wegen es dauert einfach sehr lange. Wirklich sehr lange. Ich dachte, okay, versuch's mal so. Einer weg. Zweiter auch weg. So, diese Kreatur ist super hilfreich. Auch neuer Handschuh. Nahkampf auf. Nahkampfrüstungswert 1. Gucken wir mal. Oh, das sind meine neuesten Handschuhe. Gut. Gehen wir mal rein. Hose. Fernkampfrüstungswert. Oh. Das ist mal eine tolle Hose. Die gefällt mir. Was ist das mit dem? Das sind die gleichen Handschuhe. Ich mache hier erstmal ein paar Dinger kaputt. Das ist gute Sache. Verjüngung stellt innerhalb von 5 Sekunden 62 Lebensumme an. Oh, das ist super, der Drang. Das sind ziemlich gute Sachen hier. Speichern wir mal, damit die super Sachen auch nicht davon gehen. Und jetzt gehen wir mal weiter. Langer Gang. Glück, dass keine Gegner hier sind. Wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, hier sind wir in den Zellen gelandet. Müsste ja nicht irgendwie hier drin sein. Da ist er. Scheiße, wir sind etwas zu spät gekommen. Handelt sich nur um Minuten, aber wir sind zu spät. Und der Schlüssel. Das sitzt fest. Ja, da unten ist ein Schlüssel da. Lässt sich nicht bewegen.
ist hier nichts drin. Oh, da oben. Soll ich hier oben rankommen? Kommt schon. Ohne Witz, wie soll ich jetzt da oben dran? Och, kommt schon. Wow. Jetzt kann ich das ja so hochspringen. Da oben jetzt hin. Ach, das ist was richtig Wertvolles. Oh. Sorry. Okay, der Springen ist anscheinend nicht seine Nein! Was? So. Sagte ich doch. Super, jetzt haben wir Arme gefunden. Getränk, Nahrung, nähert euch, okay. Wo ist der Arm? Diverse Dinge. Ich stehe überhaupt nicht so sehr auf Truhen öffnen. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Was? Wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Das spielt im Moment keine Rolle, das folgt mir nicht einfach. So schnell. Woher weiß ich, dass das kein Trick ist? Willst du hier drin 10 Jahre drüber nachdenken oder willst du hier raus? Hier raus, denke ich. Gut, ich folge dir. Ganz einfach. Also, solche Gegner können öfters jetzt kommen. Gut, dann speichern wir mal. Und los! Auf zu der Flucht! Aus diesem Gefängnis. Übrigens fast eine Stufe wieder ab. Kommt der? Oh Gott, kommt der lange. Ja. Das ist fast geschafft. Wie groß ist ja dieser Dungeon nicht. So. Oh ne, jetzt kommt schon. Dieser Stein hat mich fast erwischt. Och ne, wer hat's kaputt gemacht? Becher, Becherchen. Ah, oh, Verjüngungsrand, super. Okay, hier beenden wir das LP. Bis zum nächsten Mal.